Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist einiges geboten in dieser Woche. In den USA liegt ein Schwergewicht nach dem anderen Zahlen vor. Außerdem gab es spannende Konjunkturdaten und natürlich die Sitzung der US-Notenbank. Alles Themen, die wir unbedingt besprechen müssen. Und dazu begrüße ich den Marktexperten und Buchautoren Andreas Lipko. Herr Lipko, fangen wir doch mit der FED an. Die Märkte haben auf die Sitzung am Mittwoch zunächst enttäuscht reagiert. Man geht davon aus, dass es frühestens im Mai eine Zinssenkung geben könnte. Haben die Märkte richtig interpretiert oder gibt es mehr, was wir herauslesen können? Herr Agli, eine schöne Situation, die wir da vorgefunden haben. Und wir beide als, sag ich mal, vielleicht seniorigere Marktteilnehmer kennen ja auch noch die Phasen vor 2007, 2008. Da waren nämlich die Zinsen tatsächlich so hoch, wie wir es aktuell sehen. Aber viele Marktteilnehmer, die erst danach an die Börsen und an die Finanzmärkte gekommen sind, kennen das nicht. Die sind verwöhnt von der Nullzinspolitik und fordern natürlich diese Zeit noch wieder zurück. Und das erleben wir gerade. Das heißt natürlich, dass jetzt immer wieder die Forderung von vielen Marktteilnehmern kommen, die Zinsen wieder abzusenken. Aber die Notenbanker sind eben auch auf den oder mehr in dem seniorigen Lager zu finden und kennen natürlich die Situation. Und vor allen Dingen kann man nicht auch sehr gut einschätzen, wie Inflation sich gestaltet, wie die Inflation zu bekämpfen ist. Und demzufolge weist man immer wieder darauf hin, dass das aktuelle Kurs- oder beziehungsweise Zinsniveau higher for longer ist. Das bedeutet also, dass man eben damit rechnen sollte, dass eben die Zinsen, die wir derzeit sehen, für eine längere Zeit auf dem Niveau bleiben, um eben die Inflation nachhaltiger bekämpfen beziehungsweise eindämmen zu können. Und genau daraufhin hat ja auch Jerome Powell hingewiesen. Er hat genau gesagt, dass die Inflation zwar momentan nicht mehr wächst, also die Dynamik draußen ist, aber man doch weit über dem Niveau von den gesteckten 2% ist. Und da haben natürlich die Marktteilnehmer erstmal verschreckt reagiert und ihre Annahmen für eine Zinssenkung bereits im März erstmal zurückgeschraubt, haben das jetzt auf Mai adressiert. Und ich denke, die FED wird tatsächlich im Mai beziehungsweise vielleicht sogar im April schon mal den ersten Zinsschritt vornehmen, 25 Basispunkte, um so ein bisschen Ruhe in den Markt zu bringen. Weil es bringt halt auch nichts weiter in seiner Position, sich zu festigen und zu betonieren, weil das natürlich dann später auch weniger Spielraum gibt, wenn es eben mal zu einer notwendigen Leitzinssenkung kommen soll, weil zum Beispiel die Konjunktur nicht mehr so gut läuft. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, bereits im Vorfeld schon etwas vorzubauen. Und das erleben wir momentan. Also von daher, ja, Leitzinssenkung sehen wir in diesem Jahr, aber eher gemäßlicheren Tempos und vielleicht auch mit den ein oder anderen Zinsschrittpausen zwischendurch. Sie haben das Inflationsniveau in den USA bereits angesprochen. In der Woche gab es ja auch Verbraucherpreise in Deutschland und in Europa. Wie sehen Sie denn das wirtschaftliche Umfeld in Europa, aber auch in den USA? Ja gut, in Europa hat man natürlich die klassische Situation, dass wir ein extrem heterogenes Feld haben. Wir haben ganz, ganz viele kleinere Volkswirtschaften, die eben zusammen zur EWU geballt sind. Und was man hier sieht, ist, dass wir auch einen Paradigmenwechsel, einen Shift gesehen haben. Die ehemaligen Zugmaschinen, die ehemaligen Kraftturbinenhäuser in Europa, die volkswirtschaftlich wirklich in Europa die Marschrichtung vorgegeben haben, die sind zurückgefallen. Deutschland, Frankreich, eher auf den hinteren Plätzen zu finden. Alle die Länder, die man vorher so ein bisschen verschrien hatte, die Peripherieländer, die zeigen momentan teilweise wirklich wieder ein enormes Wirtschaftswachstum, was natürlich auch von niedrigem Niveau herrührt. Das ist natürlich ganz klar. Aber insgesamt sehen wir halt so eine Art Shift bzw. einen Wechsel bei den jeweiligen Zugfahrern. In den USA die Situation komplett anders. Hier haben ein ganz homogenes Feld. Hier geht es tatsächlich nur um die USA, sprich eben um die wirtschaftliche Entwicklung in den USA. Und da hat natürlich die Notenbank sowohl als natürlich auch die Politik wesentlichere, einfachere und schnellere Stellmöglichkeiten, Stellschrauben, um eben dort die Wirtschaft wieder in Schwung zu kriegen. Das haben wir gesehen, der Arbeitsmarkt extrem fest, der Konsum zieht wieder an. Das sind alles Indizien dafür, dass die amerikanische Konjunktur zumindest mal ganz weit weg von einem theoretischen Hardlanding-Szenario ist, also sprich einer wirklich ausgedehnten Rezession, sondern eher vielleicht in Richtung Stagnation geht und auch relativ zügig wieder in Richtung Wirtschaftswachstum gehen kann. Also das heißt, wir sehen in den USA tatsächlich eine wesentlich positivere Wirtschaftsentwicklung als in Europa. Und das zeigen natürlich im Endeffekt dann auch die Kursentwicklung, die wir gesehen haben. Guckt man sich den S&P 500 und den Nasdaq an im Vergleich zum DAX, ja, wir sehen auch da bei allen drei Indizes Kurssteigerung, aber in den USA ist doch wesentlich mehr Dynamik drin und auch wesentlich mehr Nachhaltigkeit. Ein ganz dominantes Thema ist aktuell die Bilanzsaison. In den USA waren zahlreiche Schwergewichte an der Reihe. Gestern Abend Apple, Amazon und Meta, am Dienstag schon Alphabet und Microsoft unter anderem. Die Märkte haben sehr unterschiedlich auf die Zahlen reagiert und sie auch interpretiert. Wie fällt denn Ihr Fazit aus? Also ich muss sagen, natürlich kann man zufrieden sein mit der Berichtssaison, die wir momentan sehen. In den USA haben ja bereits auch schon die Banken gezeigt, dass man hier durchaus Überraschungspotenzial aufbauen kann. Die Tech-Werte haben nachgelegt. Nur hat Apple so ein bisschen dahingehend den Kopf hängen lassen. Aber insgesamt zeigt es eben auch ganz gut, dass die Zahlen, die präsentiert wurden, durchaus gut sind. Man hatte aber im Vorfeld höhere Erwartungshaltungen an die entsprechenden Unternehmen gehabt. Das hat man sehr gut
bei Microsoft, bei Alphabet gesehen, dass hier die Marktteilnehmer einfach im Vorfeld ganz, ganz viel Fantasie, ganz viel Euphorie eingepreist haben. Und dass das dann natürlich in Anführungsstrichen nur erfüllt werden kann, reicht nicht mehr aus, um dann eben die luftigen Kurshöhen, die Kursrekorde weiter nach vorne zu treiben. Hier braucht man eben mehr. Das kann durchaus kommen, das würde ich jetzt nicht abschreiben, aber es hat eben nicht gereicht, um die Kurse weiter in Richtung Kurs Norden zu treiben. Und was wir dann gesehen haben, würde ich mal tatsächlich eher als Gewinnmitnahmen sehen, als ganz klassische Konsolidierung nach den doch sehr fulminanten Kursrallys, die wir vorher gesehen haben. Gestern hat man es ja auch gesehen, auch da übertreiben natürlich die Marktteilnehmer. Das heißt, man nimmt eben alles in einem Topf und versucht sozusagen zu antizipieren, dass es bei den anderen Unternehmen ähnlich aussieht. Bei Meta hat man sich damit den Finger geschnitten und bei Amazon entsprechend auch. Aber ich denke, da gehen wir gleich mal drauf ein. Genau, weil sehr auffällig sind ja die starken Kursbewegungen, gerade bei den ganz großen Schwergewichten. Sie haben Meta angesprochen, gestern 15% plus gemacht nach den Zahlen. Alphabet deutlich abgegeben am Dienstag. Woran liegen diese ganzen Kursbewegungen? Ist es da überhaupt noch sinnvoll, schon vor den Zahlen zu investieren? Also hier gibt es ja einen altbekannten Spruch, Trading before numbers is not gambling, it's not trading, it's gambling. Und so sollte man das tatsächlich sehen. Das heißt, wenn man eben im Vorfeld von Quartalzahlen entsprechend sich positioniert, dann sollte man davon ausgehen, dass hier wirklich eine gehörige Portion Glück mit im Spiel ist. Es kann eben nämlich sein, dass die Zahlen zwar gut oder schlecht sind, je nachdem, wie man sich positioniert, dass die Marktteilnehmer aber vorher eine komplett andere Interpretationsebene hatten. Das heißt, vielleicht haben die das auch schon erwartet, dass die Zahlen gut oder schlecht sind, entsprechend dann genau die gegenteilige Kursreaktion stattfindet, weil eben im Endeffekt die Marktteilnehmer ihre Position entsprechend glattstellen. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, im Vorfeld wirklich sich zu positionieren und darauf zu setzen. Es kann gut gehen. Es gibt da einige interessante Strategien und auch Informationsdienste, wo man eben sehen kann, wie die Erwartungshaltung ist. Aber das ist natürlich sicherlich ein Trading-Ansatz, den sollte man dann eben auch anwenden, wenn man schon ein bisschen professioneller auch in den Märkten unterwegs ist und vor allen Dingen auch schon das länger macht. Insgesamt aber hat man sehr gut gesehen, es ist natürlich viel Überraschungspotenzial drin. Bei Alphabet ist man eben vorher davon ausgegangen, dass die Zahlen gut sind. Die kamen dann schlechter rein, weil eben gerade die Werbeeinnahmen entsprechend nicht so gelaufen sind. Wir hatten natürlich auch bei Microsoft sehr gute Zahlen gesehen, die haben aber nicht ausgereicht. Wir hatten gestern bei Meta eben entsprechende Zahlen präsentiert bekommen, die wesentlich besser waren als erwartet, zumal man jetzt auch eine Quartalsdividende zahlt und noch Aktien zurückkaufen will. Das ist natürlich eine zuckersüße Kombination, die man da gerade als Investor vorfindet. Und demzufolge ist der Kurssprung, den wir da gesehen haben, zumindest mal nachvollziehbar. Ob der sich wirklich entsprechend halten kann, konserviert werden kann für den heutigen Tag, da mache ich mal ein Fragezeichen hinter. Aber insgesamt zeigt es natürlich, wie die Marktteilnehmer auf solche Nachrichten reagieren. Das heißt, wenn eine Equity-Story da ist und wenn entsprechende Aktie dann wieder auch an Sexiness bekommt, dann wollen die Investoren diese Aktie haben. Wenn ein Unternehmen im Endeffekt das nur bestätigt, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass entsprechende Gewinne mitgenommen werden, wie wir es dann eben auch natürlich bei einzelnen Unternehmen gesehen haben. Das klingt fast so ein bisschen, als ob gut nicht mehr gut genug ist. Das kann man so formulieren. Hier muss man wirklich sehen, Sell on Good News ist momentan wirklich relativ stark angesagt bei den Investoren, weil die natürlich dann eben auch die Prognosen, die Perspektiven haben wollen. Das sehen wir zum Beispiel auch im deutschen Markt. Wenn hier entsprechend natürlich keine Impulse weiterkommen, dann kann auch ganz schnell mal eine konsolidierende Stagnation bei den Kursentwicklungen passieren. Und das sind natürlich Entwicklungen, die insgesamt in den USA noch wesentlich ausgeprägter sind, weil da dort natürlich der Markt wesentlich größer ist, wesentlich viel mehr Dynamik drin ist und sich das entsprechend dann in den Kursentwicklungen natürlich auch zeigt. Ich würde gerne noch mal kurz bei den US-Tech-Werten bleiben, bei den großen Schwergewichten. Seit einiger Zeit ist ja die Rede von den Magnificent Seven, also von Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Im vergangenen Jahr haben diese Konzerne fast 2/3 des Wachstums im S&P 500 verantwortet. Glauben Sie, dass sich diese Dominanz noch verstärkt und was heißt das dann für Anleger? Also hier muss man ganz klar sagen, die glorreichen Sieben, das sind natürlich die Unternehmen, die gerade davon profitiert haben, dass eben die Konjunktursituation in den USA nicht eindeutig war. Also hier wirklich die Investoren dann eben natürlich nach Investmentvehikel, nach Anlagemöglichkeiten gesucht haben, die sich global aufgestellt haben. Und Alphabet natürlich durch Google und durch YouTube international bestens positioniert. Microsoft durch die verschiedenen Positionierungen im Bereich Social Media, im Bereich Software und natürlich auch im Bereich Gaming global positioniert. Und so kann man diese Kette bei den glorreichen Sieben eben genauso auch fortspinnen. Im Endeffekt erkennt man dann auch schon als Privatinvestor, warum die institutionellen Investoren gerade diesen Fokus eben auf diese großen Technologiewerte gelegt haben. Aber hier muss man ganz klar sagen, es waren nicht nur die Privatinvestoren, die vielleicht die große Aktienrallye nicht mitgenommen haben, sondern auch viele Institutionelle waren nicht dabei, weil man muss sich halt vorstellen, Sie haben es bereits gesagt, die glorreichen Sieben
haben ja eben zwei Drittel der Kursperformance im S&P 500 und Nasdaq 100 gemacht, die Marktkapitalisierung entsprechend hoch. Nun muss man aber sehen, wenn man tatsächlich ein Depot ausrichten würde, nur mit diesen 7 Werten würde man eine Gewichtung von 14% pro Wert in seinem Depot haben müssen. Und das können die meisten Institutionellen gar nicht. Bei denen ist dann meistens schon mindestens bei 10% oder maximal bei 10% eine Grenze eingezogen. Das heißt, selbst wenn man dann jeweils die Werte mit der vollen Möglichkeit ausgeschöpft hätte, hätte man nicht die komplette Performance erzielen können. Das ist eine sehr, sehr interessante Situation, die vielen institutionellen Marktteilnehmern im letzten Jahr so ein bisschen die Tränen in die Augen getrieben haben. Und das ist natürlich auch eine Situation, die man gerade als Privatanleger besser umsetzen kann, weil man eben nicht Anlagerichtlinien hat, die in diese Richtung gehen. Also insgesamt denke ich, in diesem Jahr hängt es davon ab, der glorreiche Sieg sozusagen dieser Unternehmen kann weitergehen, wenn eben die Situation sich rund um die binnenkonjunkturelle Entwicklung in den USA weiter als fraglich darstellt. Also das heißt, wenn wir eben eher eine Stagnation sehen, dann werden natürlich die institutionellen Investoren weiter auf diese großen Dickschiffe setzen. Sollten wir aber eine konjunkturelle Erholung in den USA sehen, die auch in die Breite geht, dann werden wir erleben, dass sozusagen die Zugpferde eher zugunsten der anderen Unternehmen an Gewichtung verlieren werden und die Marktteilnehmer dann natürlich auch auf Alt-Economy-Werte setzen, auf andere Technologiewerte und sozusagen dann die Marktbreite auch wieder zurückkommt und entsprechend dann die glorreichen 7 nicht mehr glorreich sind, sondern eher fußlahm. Dann wechseln wir mal nach Deutschland. Auch hierzulande gab es die ersten Quartalszahlen von DAX-Konzernen, manche planmäßig, manche ein bisschen überraschend. Wie fällt denn Ihr erstes Zwischenfazit aus? Also hier kann man sagen, wirklich eins rauf mit Mappe, hier ganz klar im Endeffekt Paukenschläge, die wir gesehen haben, ob es jetzt von SAP war, Siemens Energy, Deutsche Bank, Sartorius, das sind die Unternehmen, die haben wirklich im Endeffekt mit ihren Zahlen für Überraschungspotenzial gesorgt, entsprechend haben natürlich auch die Aktien darauf reagiert, bisher ganz gut. Ich würde aber hier auch ein bisschen vorsichtiger sein, weil ich nicht glaube, dass das in dieser Marschgeschwindigkeit weitergeht und vor allen Dingen auch nicht durch alle Branchen durch. Wir haben ja dann doch schon auch natürlich die Möglichkeit, dass gerade zyklische Sektoren hier noch negatives Überraschungspotenzial aufweisen können. Also von daher, die Berichtssaison für die DAX-Werte aus meiner Sicht heraus gelungen. Ich glaube aber, ein Fortschreiben dieses Erfolgszuges würde ich auf den DAX 40 nicht anwenden, sondern eher vorsichtiger sein, aber insgesamt trotzdem Potenzial, gerade perspektivisch zum Jahresende für die DAX 40-Werte. Und auf welche Bilanzen sollten wir in den nächsten Wochen besonders achten, sowohl im DAX als auch in der zweiten und dritten Reihe? Na, jetzt geht es ja auch langsam in Deutschland los. Ich habe ja bereits schon gesagt, einige Unternehmen haben gemeldet. In der kommenden Woche wird unter anderem die Deutsche Börse und Siemens ihre Zahlen vorlegen. Das wird natürlich spannend. Siemens auch gerade in Bezug eben auf die Töchter, die man ja ausgegliedert hatte, Siemens Energy, Siemens Healthineers. Aus der zweiten Reihe, da finde ich eigentlich ganz spannend, wenn man eben so ein bisschen auch in die nahe Zukunft guckt. Eine Metro, mega spannend. Wie ist der Konsum in Deutschland? Wie stellt sich so das Unternehmen insgesamt natürlich auch in der Situation dar? Dann TeamViewer finde ich gar nicht mal so unspannend. Die werden ebenfalls in der kommenden Woche präsentieren. Also man merkt schon, es gibt einige Zahlen, die man auch abseits der DAX 40-Werte durchaus anschauen kann und die auch einen schönen Überblick darüber geben, wie es eben in den Branchen insgesamt aussieht und man nicht im Endeffekt nur auf den großen Werten schauen muss, die ja doch teilweise sehr hart geclustert eben auf die klassischen zyklischen Sektoren eben ist, sondern eben natürlich auch so ein bisschen Tech-Feeling bekommen kann, wenn man dann eben auf die Werte aus der zweiten und dritten Reihe schaut. Und was erwarten Sie vom DAX selbst? Ein neues Rekordhoch ist ja nicht mehr weit entfernt. Ja, wobei man aber auch sieht, hier ist momentan so ein bisschen die Handbremse angezogen. Das heißt, alles, was so über 17.000 Punkte aktuell ist, macht den DAX 40 wirklich momentan das Leben schwer. Also die Marktteilnehmer sind sich nicht ganz sicher, ob tatsächlich das ausreicht, was wir momentan als Vorgabe aus den USA sehen, um auch den DAX weiter nach vorne zu tragen. Das heißt, wir brauchen hier wirklich mehr Impulse, wir brauchen mehr harte Fakten. Das wird natürlich durch die Berichtssaison ganz klar geliefert, aber hier spielt auch gerade die makroökonomische Zahlenlage bzw. dann eben Datenlage eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also wir brauchen einfach eine nachhaltige Erholung bzw. Tendenzen dafür, dass wir eine Bodenbildung in der deutschen Konjunktur sehen und dass dahingehend dann zum Jahresende wirklich auch wieder neuer Drive reinkommt. Dann wird der DAX 40 auch durchstarten können, aber derzeit ist natürlich so ein bisschen schwierig, wer geht hier zuerst rein? Wie stark baut man die Position aus? Man muss natürlich dann reingehen, wenn der Markt tatsächlich neue Rekordkurse ausbildet. Aber ich glaube tatsächlich, das wird noch keine große Dynamik jetzt in den kommenden Wochen geben, sondern tatsächlich perspektivisch erst dann zum Jahresende hin. Sie sind ja mittlerweile auch Buchautor. Ihr Buch heißt Erfolgreich strategisch anlegen. Wie funktioniert denn in der aktuellen Situation erfolgreich strategisch anlegen? Welche Strategie müssen sich Anleger zurechtlegen?
Also zum einen kann man ganz klar sagen, the trend is your friend. Wer also hier momentan in den Märkten unterwegs ist, sollte weiterhin ganz klar auf die Trendwerte, auf die Trendbörsen, Aktienmärkte entsprechend setzen. Und was ganz wichtig ist, in Kombination dazu ganz klar das Risiko kontrollieren. Hier gilt es also nicht, irgendwelche Trading- oder Investing-and-Hope-Positionen aufzubauen, sondern hier geht es wirklich darum, sich ganz klar zu machen, in welchen Werten, in welchen Branchen, in welchen Märkten bin ich investiert, wie ist sozusagen der übergeordnete Trend und wie viel Risiko bin ich bereit, entsprechend einzugehen. Und das ist im Endeffekt momentan essentiell. Das hört sich profan an, ist es aber nicht unbedingt, weil oftmals auch die Verlockung natürlich da ist, wie man in den letzten Wochen gesehen hat, auch als Contrarian aufzutreten. Das heißt, Kurse steigen massiv an, man geht eine Short-Position ein oder Kurse fallen, man geht entsprechende Long-Position ein. Und das geht dann oftmals nicht gut, weil der übergeordnete Trend tatsächlich eher überherrschend ist. Und dann natürlich die Positionen entsprechend ganz schnell weiter ins Minus laufen können. Also von daher hier denke ich wirklich eher trendorientiert vorgehen und wie gesagt das Risiko entsprechend kontrollieren. Das kann jetzt dann auch für die ersten 3 bis 6 Monate in dem Jahr sehr erfolgreich sein. Danach kann man dann durchaus wieder natürlich andere Strategien anlegen, die dann entsprechend natürlich auch eher den Charakter eines Contrarian-Ansatzes haben, aber derzeit eher mit dem Trend gehen. Also the trend is your friend, sagt Andreas Liebko. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Grüße nach Kulmbach. Ja, und auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.